Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Gabriele Appel von der Jerusalem Foundation. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Tja, was verbindet eine jüdisch-arabische Schule in Jerusalem mit Handball in Erlangen? Wo geht im Lockdown ein europäischer Kulturmanager ins Konzert? Und wie engagiert sich ein ehemaliger bayerischer Staatsminister für jüdisches Leben in Bayern? Diese und viele andere Fragen diskutiere ich mit Gästen aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Jede Woche schalten Sie ein, seien Sie dabei. Ich freue mich auf Sie. Und auch heute habe ich wieder einen ganz spannenden virtuellen Reisegast hier bei mir. Verbunden bin ich jetzt mit dem Berliner Tenor Ferdinand Keller. Hallo, Herr Keller. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Schön, dass Sie Zeit haben heute für unseren Homeoffice-Talk, Reise nach Jerusalem. Und ich muss zugeben, ich habe ja nun schon einige Gäste interviewt in den letzten Wochen. Sie sind in der Tat der Erste, der von der Corona-Pandemie besonders hart betroffen ist. Sie sind freischaffender Künstler und Sie sind fast fertiger Masterstudent. Wie fühlt sich das im Moment an für Sie? Wie geht's Ihnen? Was haben Sie so die letzten Wochen erlebt? Ja, also es geht mir sehr gut oder den Umständen so entsprechend sehr gut. Und nach dem Shutdown und der ersten großen Hürde, wo alles heruntergefahren wurde, geht es mir tatsächlich jetzt auch wieder besser. Genau, es trifft mich oder traf mich gleich doppelt, weil ich tatsächlich kurz vor dem Abschluss meines Studiums eigentlich stehe, meines Masterstudiums im Gesang und am 20. April eigentlich mein Abschlusskonzert, großes Master-Examenskonzert gegeben hätte mit Publikum und das kann natürlich nicht stattfinden oder konnte nicht stattfinden und wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Ja, und damit muss man natürlich jetzt umgehen. Da ist ein Programm vorbereitet und das ist geprobt und das muss warm gehalten werden und das ist gar nicht so leicht. Und auf der anderen Seite fallen natürlich auch wahnsinnig viele Konzerte aus und Projekte. Und ja, damit muss man auch umgehen und man muss sich neue Ziele suchen und das ist, ja, die intrinsische Motivation, die muss man irgendwie doch aufrechterhalten und ja, aber ich habe auch viel Zeit, Sport zu machen. Das ist wunderbar. Ich kann mich mit neuer Literatur beschäftigen. Literatur, die lange liegen geblieben ist. Einer Leidenschaft von mir, dem Liedgesang, ja, dem Kunstlied. Was neben den Opern- und Konzertprojekten, die ich in den letzten Monaten hatte, ja, eher stiefmütterlich behandelt wurde von mir und einfach nicht so viel Zeit da war. Und das ist schon sehr schön, mich damit auseinandersetzen. Musikalisch geprägt wurden Sie ja in Leipzig. Sie waren ja 9 Jahre Thomaner im weltberühmten Thomaner-Chor. Und jetzt haben Sie schon angesprochen, die musikalischen Engagements, die Sie ja eigentlich auch im Moment hätten und gerne wahrnehmen würden, ja, beispielsweise an verschiedenen deutschen Opernhäusern, bei musikalischen Festivals in Europa. Sie singen auch an der Deutschen Oper Berlin. Und was ich ganz interessant fand, das ist diese mobile Opernkompanie, die Sie betreiben, namens Tutti d'Amore. Was genau ist das? Was steckt hinter diesem ja, sehr wohlklingenden Namen? Und wie gehen Sie damit um im Moment, eine mobile Opernkompanie mitten in der Corona-Pandemie zu betreiben? Ja, also die mobile Opernkompanie kann natürlich momentan auch noch nicht stattfinden. Wir arbeiten an Konzepten, wie wir nach draußen gehen können und wie wir Theater eben trotz Corona-Bestimmungen machen können. Hinter dem Namen, der ja doch irgendwie recht flippig klingt, irgendwie sowas Italienisches an sich hat, nicht Tutti d'Amore, ist ein fiktiver Name, der letztendlich gar keine direkte italienische Übersetzung hat, findet alles aus Liebe und charakterisiert einfach unser vierköpfiges Kollektiv, zu dem auch noch viel mehrere Leute gehören, also ein kleines Kammerorchester und Ausstatter und Bühnenbildner und eigentlich eine ganze Opernkompanie. Und das Besondere an dieser Gruppe ist eigentlich, dass wir also normalerweise eben Theater und freischaffende Theaterkollektive aus Regisseuren und Bühnenbildnern und Dramaturgen bestehen. Und in unserem Fall ist es so, dass es 3 Sänger und eine Regisseurin gibt.
Und das ist doch etwas Besonderes und etwas Einmaliges so in dieser freien Theaterszene. Und ja, und wir haben einfach Spaß daran, an den Projekten, die Projekte mitzugestalten, zu managen, auch Stücke selber herauszusuchen, was ja sonst den Sängern eigentlich normalerweise, wo man als Sänger nicht beteiligt ist in solchen Prozessen im Theater. Und ja, da können wir hinter die Kulissen sozusagen schauen und selber auch aktiv sein. Ja, apropos hinter die Kulissen schauen, ich habe natürlich auch hinter die Kulissen Ihrer Biografie geschaut und wir sind ja hier auf einer virtuellen Reise nach Jerusalem und da habe ich in unserem Vorgespräch erfahren, Sie haben ja auch den zweiten Tenor gesungen in einem Passionsoratorium uraufgeführt, komponiert vom ehemaligen Kirchenmusiker der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde in Jerusalem, Herrn Götzsche. Und dann waren Sie auch schon mal selbst vor Ort, nämlich mit dem Kammerchor Stuttgart auf einer Konzertreise in Israel. Das heißt, musikalisch hatten Sie natürlich auch schon über Ihre vielen Jahre, die Sie auch Oratorien gesungen haben, irgendwie in Verbindung mit dem Begriff Jerusalem. Sie hatten sicher ein Bild von der Stadt im Kopf. Wie hat sich das denn dargestellt, als Sie dann tatsächlich vor Ort waren? Mit welchen Eindrücken aus Jerusalem sind Sie zurückgekommen? Ja, das war tatsächlich eine aufregende Reise 2015, auch für mich. Der Kammerchor Stuttgart oder dem Kammerchor Stuttgart hat eine enge Verbindung nach Israel und diese Reise fand im Zusammenhang mit dem 50-jährigen Jubiläum der diplomatischen Beziehung zwischen Israel und der Bundesrepublik statt und der Kammerchor war Kulturbotschafter. Und für mich persönlich war das ja das erste Mal überhaupt in Israel zu sein, ganz großartig. Und Jerusalem war tatsächlich dann so ein Ausflugstag für mich, weil wir tatsächlich dort nicht aufgetreten sind. Aber ja, ich habe das erste Mal die Klagemauer gesehen und war einfach schwer beeindruckt, auch die Gardeskirche. Und das ist doch sehr, sehr bedeutend, wenn man sich immer wieder mit diesen Texten, Sie sprachen ja gerade die Passionsmusik an, ich habe ja jedes Jahr Tag ein, Tag aus mich mit diesen Texten und diesen Geschichten auseinandergesetzt und mal live an diesen Orten sein zu können, das ist schon etwas ganz Großartiges für mich gewesen. Muss aber dazu sagen, dass ich gerne in Zukunft nochmal ausführlicher eine Reise auch nach Israel planen würde. Um einfach mehr Zeit zu haben, denn auf solchen Konzertreisen gibt es einfach nicht besonders viel Zeit, für diese privaten Interessen, nicht? Ja, das wäre natürlich eine wunderbare Perspektive auch für uns, Sie mal vor Ort begrüßen zu dürfen. Sie haben ja, und das passt auch sehr gut zum Schluss unseres kurzen Gesprächs, Sie haben einen schönen Satz gesagt in unserem Vorgespräch, nämlich Musik baut Brücken. Und das genau tun wir ja auch bei der Jerusalem Foundation, unseren vielen musikalischen Projekten. Wir haben ja Kinder- und Jugendorchester mit Juden, Christen und Muslime. Wir nutzen übergreifend, religions- und kulturübergreifend miteinander auftreten. Also der Aspekt des musikalischen Brückenbauens ist auch uns sehr wichtig. Und, wie und wo werden Sie denn jetzt in nächster Zeit solche musikalischen Brücken bauen? Ja, also zum einen denke ich auf jeden Fall ist es ganz wichtig, Brücken zu bauen wieder zwischen den Menschen in diesen schwierigen Tagen der Corona-Krise, nicht? Denn wir merken ja schon, dass es so eine Lagerbildung gibt oder so Gruppierungen und die Menschen nicht mehr sich einheitlich. Ja, es gibt Verschwörungstheorien und all solche Sachen und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir mit der Musik die Menschen wieder vereinen können und dass Kultur und Kunst wieder stattfinden kann und live stattfinden kann. Weil ich vermute, hinter all diesen Problemen verbirgt sich eben auch, dass es momentan keine Konzerte live gibt und die Menschen quasi keine Kultur genießen können, außer im Netz. Und das ist ja nun nicht gerade sehr ausführlich. Und da hoffe ich einfach mit Hauskonzerten und kleinen Salonkonzerten und vielleicht auch einem Theaterformat im Hauskonzertformat, Salonformat, ja, Brücken zwischen den Menschen wieder bauen zu können, dass man doch irgendwie wieder
zusammenkommt. Und mit unserem Kollektiv Tutti d'Amore wollen wir natürlich auch Brücken schlagen zwischen Generationen, und zwar zwischen einer jungen Generation, unserer Generation, die teilweise einen schwierigen Zugang zu Musiktheater hat. Und ja, das sind... Schön. Ja, das sind auf jeden Fall wunderbare Perspektiven, und wir werden das weiter verfolgen, was Sie tun, was Sie machen, und wir drücken Ihnen natürlich ganz, ganz fest die Daumen auf Ihrem weiteren Werdegang. Zum Schluss, Herr Keller, habe ich noch, wie bei allen anderen Talkgästen auch, zwei Begriffe für Sie, zu denen Sie mir ganz spontan sagen, was Ihnen einfällt. Der erste lautet Linz. Linz in Österreich. Ja, Linz war tatsächlich meine letzte Station, als schon fast alles zusammenbrach. Ich habe mich nämlich auf eine Tour begeben im Januar und Februar, auf eine Vorsingentour, da ich momentan den großen Wunsch habe, an einem staatlichen Theater, neben meiner Freischaffentätigkeit, an einem staatlichen Theater auf der Bühne stehen zu können. Und da jetzt schon viele Monate dran arbeite, und es gehört zu meinem Beruf dazu, dass man durch die Welt fährt und sich den Theatern vorstellt. Und in Linz gab es tatsächlich ein Vorsingen, ein letztes, unter anderem auch in Hamburg, an der Staatsoper. Und ja, aufgrund der Krise und des, ja, des Herunterfahren des Kulturbetriebs sind die Aussichten natürlich nicht besonders gut für die nächsten Monate. Aber die Hoffnung bleibt, und ich arbeite weiter dran. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass da sicherlich was kommen wird. Ja, wir drücken die Daumen. Ja. Der zweite Begriff ist Thomas Hampson. Thomas Hampson, ja, eine wichtige Figur in meiner künstlerischen, in meinem künstlerischen Lebenslauf, mit dem ich 3 Jahre lang im Rahmen der Heidelberger Liedakademie zusammenarbeiten durfte. Das ist eine Liedakademie, die sich explizit mit dem Kunstlied auseinandersetzt, und ja, im Rahmen des Heidelberger Frühlings, das ist ein Musikfestival in Heidelberg, stattfindet. Und ja, wir haben 3 Jahre sehr eng zusammengearbeitet, und ich verfolge auch heute noch die Masterclasses, die er gibt und die er ja auch immer online überträgt, sodass man auch dabei sein kann, wenn man gerade nicht vor Ort ist. Und da gibt es hier im Pierre-Boulez-Saal in Berlin tatsächlich auch die sogenannte Schubert-Woche, wo er auch aktiv ist. Und ja, ein großartiger Künstler, der mich geprägt hat, und ja, ein toller Mensch. Schön, ja, wunderbar. Und ganz zum Schluss unser Fragezeichen. Dahinter verbirgt sich ja der Überraschungsgast, den Sie, Herr Keller, für uns haben, für eines der nächsten Gespräche. Wen dürfen wir denn auf Ihre Empfehlung hin einladen? Ja, eine ganz große Ehre, dass ich den Thomas-Kantor vorschlagen darf, Gotthold Schwarz, der tatsächlich seit 2016, wenn mich nicht alles täuscht, der Thomas-Kantor ist, in Leipzig, in den Thomaner-Chor leitet, dem ich ja auch lange Zeit angehört habe. Und ich habe tatsächlich Gotthold Schwarz als Sänger und Stimmbildner und Vertreter des Thomas-Kantors kennenlernen dürfen in meiner Chorzeit zwischen 2003 und 2012, und mit ihm tatsächlich auch schon einmal zusammengearbeitet habe, in diesem Jahr erstmalig auch mit dem Thomaner-Chor wieder aufgetreten bin, in einer Motette, solistisch. Und ja, ich freue mich, dass er bereit ist, als nächster Interviewpartner zur Verfügung zu stehen. Wunderbar. Ja, freut mich auch sehr. Dann danke ich Ihnen, lieber Herr Keller, für Ihre Zeit heute, und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie natürlich vor allem gesund, und weiterhin viel Erfolg für alles, was Sie tun und planen. Das war der Berliner Tenor Ferdinand Keller. Schönen Dank. Tschüss nach Berlin. Danke. Tschüss. Ja, und das war's auch schon wieder bei unserem Homeoffice Talk. Ich hoffe, diese virtuelle Reise nach Jerusalem hat Ihnen gefallen. Wenn Sie sich für die Projekte der Foundation interessieren, schauen Sie einmal auf unsere Website jerusalemfoundation.org oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich freue mich in jedem Fall, von Ihnen zu hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.